Ja, herzlich willkommen euch, Ihnen allen hier zu einem hoffentlich spannenden Abend zum Thema Drogenpolitik. Der Krieg gegen Drogen, wer gewinnt, wer verliert. Wir freuen uns, einen ganz prominenten Referenten hier zu haben. Den Günter Ahmed, herzlich willkommen bei uns. Machen wir Ladies First, die Ingrid Brunn. Die Ingrid ist bekennende Userin und ist Mitglied in unserem Kreisvorstand der Linken. Genau, Cannabis-Patientin und ist auch Ortsbeirätin der Linken. Und dann haben wir noch einen, der entscheidend immer mit dabei sitzt, wenn in dieser Stadt über Drogenpolitik geredet wird. Der Hajo Fiel ist gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion. Und in den Ausschüssen, in denen der Hajo sitzt, wird auch in Frankfurt die Drogenpolitik verhandelt. Ja, euch allen herzlich willkommen. Wir haben aber die schöne Situation, dass der Volkart, der den Günther noch viel, viel länger kennt, wie ich als treuer Leserfan, ihn nochmal begrüßen möchte. Ja, das ist aber auf Bild rein. Genau. Warte. Ja. So, hier seht ihr, also Günther ist ein alter Freund von mir, das in doppelter Hinsicht. Wir sind beide alt und wir sind lange Freunde, nämlich 66, sage ich mal, etwa seit 1966. Ja. Das ist Karfreitag 1968, die Demonstration durch die Mainzer Landstraße, Springerblockade, mit dem Ziel, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern, um zu protestieren gegen die Schüsse auf Rudi Dutschke, der ja lebensgefährlich am Tag vorher verletzt worden war in Berlin. An den Spätfolgen ist er 10 Jahre später dann gestorben. Und wir demonstrieren hier durch die Mainzer Landstraße hin zum FAZ, zu der Sozietätsdruckerei der heutigen, um dort die Auslieferung zu verhindern. Es hat dann in ganz Deutschland etwa, ich glaube, an 20 verschiedenen Standorten solche Demonstrationen gegeben. Die Bild-Zeitung konnte 2 oder 3 Tage nicht ausgeliefert worden werden. Natürlich war die Polizei zum Schluss stärker, aber die Demonstrationen waren ein großer Durchbruch. Und ihr seht hier Django den Recher im Vordergrund. Der. So, aber ein schönes Foto. Sehr schön. So, und also man muss sich vorstellen, dass etwa von dem Standpunkt des Fotografen dann die Polizeikette dann war. So. Jetzt wollte ich noch die Gelegenheit benutzen, euch auf 2 Events einzuladen. Morgen um 13.30 Uhr findet am Römer eine Mahnwache der Iraner statt. Es gab einen sehr brutalen Polizeieinsatz, ich war Zeuge davon, am letzten Sonntag hier gegen protestierende iranische Menschen, die gegen die brutalen Polizeieinsätze und Armeeeinsätze im Iran gegen die Protestierenden dort hier auf die Straße gegangen sind, vor das Konsulat gegangen sind. So, und da wollen die eine Dokumentation vorlegen, Bilder über diesen Polizeieinsatz, um dort direkt vor den Römern, nämlich morgen ist auch die letzte Sitzung des Römerparlaments in dieser Saison, in dieser Legislaturperiode, um da nochmal diesen Polizeieinsatz zu skandalisieren. Und am Samstag lade ich euch recht herzlich ein für den Samstag um 17 Uhr. Machen wir einen alternativen Opernball, nämlich unter dem Motto, jetzt findet ja am 19 Uhr der Opernball der traditionelle statt. Die Eintrittskarten kosten bis zu 750 Euro, wer sich von uns das leisten kann. Ich weiß nicht, glaube keiner in dem Raum. Wir machen ein alternatives Event auch davor. Ihr tanzt auf unsere Kosten, werden wir dort als Motto haben. Und wir werden große Transparenz haben, Millionärsteuer statt Schuldenbremse. Es geht uns darum, die Schuldenbremse nochmal zu skandalisieren, den Opernball zu benutzen, gegen die Schuldenbremse für die Nein-Abstimmung am 27. März da zu mobilisieren. Und ich bitte euch, da auch hinzukommen. So, danke. Ja, und wenn man noch Zeit hat, wenn man morgen um 13.30 Uhr keine Zeit hat, am 15 Uhr gibt es auf dem Römerberg eine Demonstration auch vom Stadtparlament gegen die Wohnungsnot. Auch da seid ihr herzlich eingeladen. Ich bin selbst halt mal an meinen Bücherschrank gegangen, habe unter A geguckt und habe dann
noch dieses Buch hier entdeckt, das er... Das habe ich schon wieder noch hatte. Also bei mir ist das Herausgabedatum 1979 und ich habe dann so an meine Jugendzentrumszeit gedacht und damals war das Kult. Wir wollten ja damals alle schon gute Sozialisten in unserer Jugend werden und haben natürlich auch uns auf dem Bereich der Sexualität da schon fleißig geübt. Deshalb freue ich mich jetzt heute den Günter Ammen mal zu einem anderen Thema auch zu hören. Und ja, du hast das Wort. Danke, Herr. Ja. Nur für die Jüngeren hier möchte ich mal sagen, dieses Foto hat zunächst mal mich dann 74.000 Mark gekostet. Oh, weil ich nämlich verurteilt wurde als Redensführer, die Kosten für die Blockade zu bezahlen. Allerdings gab es da eine große Solidaritätsbewegung, sodass also am Ende ich das überlebt habe. Und nur das gehört auch noch dazu. Es war immer glamourös, aber gleichzeitig hat man auch mal auf dem Deutsch mit einem Bein hat man immer im Knast gestanden. Das auch, ja. Das ist gut. Manchmal waren wir auch mit zwei Beinen drin. Meine These für heute Abend ist, der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Wenn das Ziel dieses Krieges, und das war das erklärte Ziel, sein sollte, A, den Anbau, zweitens die Herstellung und drittens den Vertrieb von Drogen zu unterbinden. Das war offiziell das Ziel des Kriegs gegen Drogen. Heute kursiert mehr Kokain, mehr Heroin, mehr Opium, mehr Haschisch und Marihuana am globalen Weltmarkt als jemals zuvor. Und von allen Schauplätzen werden Rekordernten gemeldet. Und dabei rede ich überhaupt noch nicht von dem, was uns sowieso in den nächsten Jahren beschäftigen wird, nämlich die Pharmakologisierung des Alltags. Das heißt, die Pharmabogen, die massiv auf uns zukommen werden, die Diskussion der nächsten Jahre bestimmen werden. Also das, was man auch so umgangssprachlich als Hirndoping bezeichnet oder Neuroenhancement. Also eine Verstärkung der Hirnleistungen. Das ist die Lage, in der wir uns im Augenblick befinden. Und wenn ich sage, die internationale Drogenpolitik sei auf ganzer Linie gescheitert, dann sage ich überhaupt nichts Neues. Das sagen nämlich mittlerweile praktisch alle internationalen Experten und sogar einige, wenn auch sehr wenige Politiker. Und alle fordern, dass man mal neu gucken soll, eine Kosten-Nutzen-Analyse zu machen dieser Drogenpolitik. Darauf werde ich später noch kommen. Ich möchte aber trotz allem, bevor ich zum Thema komme, noch eine Vorbemerkung machen zu dieser Veranstaltung. Ich bin es gewohnt, öffentlich über Drogen zu sprechen, vor Schulen, Universitäten, auf Fachtagungen, vor Drogenhilfeeinrichtungen, Jugendorganisationen. Aber ich bin noch nie in diesen 40 Jahren, seit denen ich mich mit diesem Thema beschäftige, während eines Wahlkampfs eingeladen worden, zum Drogenthema zu sprechen. Ich finde das sehr mutig, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn mögen die Drogen noch so hart sein, Drogen gelten als weiches Thema in der Politik. Weiches Thema, das heißt Finger davon lassen, damit sind keine Wählerstimmen zu gewinnen. Drogen sind ein angstbesetztes Thema. Und entsprechend ist auch die Qualifikation der meisten Leute, die sich auf politischer Ebene, parteipolitischer Ebene mit dem Drogenthema befassen. Ich habe in meinem Leben alle Bundesdrogenbeauftragten erlebt. Für die Älteren unter Ihnen dieser unsägliche Herr Lindner von der CSU bis jetzt zu der neuesten Drogenbeauftragten, deren Namen ich mir noch nicht mal gemerkt habe. Alle haben eines gemeinsam, sie sind total inkompetent, sie sind unfähig. Die ganze Tragweite des Problems, und Drogen ist mehr als ein sozialpolitisches Problem, die politischen, ökonomischen, die finanzpolitischen Dimensionen auch nur zu begreifen. Und alle Drogenbeauftragten, die es bisher gab, unabhängig davon, welcher Partei sie angehörten, haben nur einen gemeinsamen Nenner. Sie sind alle Verbotspolitiker. Wenn es ums Verbieten geht, da sind sie alle auf einen Nenner zu bringen. Und das zeigt, wie wenig eigentlich das Drogenthema in der politischen Arena diskutiert wird, obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass es natürlich alles andere als ein weiches Thema ist. Und ich hoffe, dass mir es gelingt, heute Abend
durch ein paar Thesen, die ich vertrete, das deutlich zu machen. Der Kreis ist genau, hat eine Größe, dass wir sehr schnell dann auch in eine Diskussion oder ein Gespräch kommen können. Aber ich werde einfach erstmal, wie wir früher gesagt haben, ein Brett vorlegen. Also jetzt zurück wieder zur Drogenfront. Wobei, wenn ich von Drogenfront spreche, um mich damit eines militärischen Vokabulars bediene, was eigentlich nicht die Art ist, wie ich normalerweise rede, dann tue ich das bewusst. Denn es handelt sich hier bei diesem War on Drugs um einen Krieg und nicht um irgendwie ein Bild oder eine Metapher, wie das im amerikanischen Sprachgebrauch üblich ist. Wenn es in den USA eine Krise gibt, die gelöst werden muss, wird sofort ein War. Also wir haben Armut in den USA, dann wird der War on Poverty, der Krieg gegen die Armut. Die brauchen offenbar dieses militärische Vokabular. Dieser Krieg, der 1971 von dem damaligen Präsidenten Richard Nixon ausgerufen wurde, dieser Krieg ist ein blutiger Krieg, der jährlich Tausende von Todesopfern kostet, sehr viel mehr als die im Augenblick laufenden Kriege bezogen auf das Militär. Was die Zivilbevölkerung anbelangt, das ist ein ganz anderes Thema. Also dieser Drogenkrieg ist ein hochaggressiver Krieg und ich werde da am Beispiel von Afghanistan und am Beispiel von Kolumbien und Mexiko versuchen, das deutlicher zu machen, was ich damit eigentlich meine. In den USA ist es damals gelungen, die gesamte Weltöffentlichkeit, also 1971, alle in der UNO vertretenen Staaten dahin zu bringen, dass sie dieses internationale Konfliktfeld mit ihrer Vorstellung, von dem, wie man mit Drogen umgehen sollte, zu infiltrieren. Alle haben zugestimmt. Und das war eigentlich dann der Auslöser eben dieser von der gesamten UNO-Staatengemeinschaft getragenen Prohibitionspolitik. By the way, wir haben jetzt genau dieses Jahr, 2011, können wir, es ist je nach Berechnungsgrundlage, können wir die 100. Jubiläum der Drogenprohibition feiern. Da war nämlich die berühmte Haager Konferenz. Einige sagen 1980 schon mal, andere sagen 1911. Also wir haben 100-jähriges Prohibitionsjubiläum, das ist eigentlich eine Gedenkminute wert. Die wichtigsten Schauplätze in der heutigen drogenpolitischen Situation sind einerseits Kolumbien und Mexiko und auf der anderen Seite Afghanistan. Und ich sage zunächst mal etwas zu Afghanistan. In Afghanistan werden seit dem Einmarsch der ISAF-Gruppen mehr Opium angebaut als je zuvor. Das heißt also, auch hier wird ja immer wieder nach draußen vertreten, dass man dort auch einen Kampf gegen den Drogenanbau führe. Das ist reine Augenwischerei. Zwar wird man ab und zu im Fernsehen Bilder sehen, wie irgendein Labor zerstört wird oder wie irgendwelche Felder abgefackelt werden, aber man muss das Thema rein ökonomisch sehen. Und das bedeutet nämlich nichts anderes. Afghanistan hat ökonomisch gesehen eine Überproduktionskrise an Opium. Überproduktion heißt mit anderen Worten, es ist zu viel Opium am Markt, respektive Heroin. Das heißt aber auch, die Preise sinken. Infolgedessen wird jedes Mal, wenn ein Labor zerstört wird oder ein Feld abgefackelt wird, werden diejenigen, die noch auf der Ware drauf sitzen, plötzlich eine Steigerung ihres Warenwertes erleben. Plötzlich ist der Zentner oder die Tonne, die sie da irgendwo in einem Schuppen haben, die jetzt vielleicht meinetwegen 100.000 Dollar wert war, ist jetzt plötzlich 200.000 Dollar wert, weil es eine Verknappung gibt. Und wer nun angegriffen wird, wessen Labors zerstört werden, wessen Felder abgefackelt werden, das ist Sache der ISAF, der Kommandanten der ISAF-Truppen, und die machen dann ihre Deals. Mit dem Lord Warlord arbeiten wir zusammen, Warlords sind immer auch Drug Lords, mit dem machen wir es nicht. Das ist genau die Art, wie dort eben auch mit dem ganzen Drogenhandel strategisch gespielt wird. Am Anfang war es zum Beispiel so, dass die Amerikaner dringend versucht haben, die Stinger-Raketen wieder einzusammeln,
die sie damals an die Mujahedin im Kampf gegen die Sowjetunion ausgeteilt haben. Nun hat sich alles gedreht und nun waren diese für Hubschrauber-Einsätze, hochgefährlichen Stinger-Raketen, waren immer noch unterwegs. Und da war der Deal, tausche Drogen, beziehungsweise die Erlaubnis, Drogen anzubauen und zu handeln, tausche ich gegen Stinger-Raketen. Also nur, damit Sie mal sehen, wie dieser Kampf gegen Drogen dort geführt wird, unter rein taktischen und strategischen, aber nicht unter diesen hochmoralischen Vorzeichen, wie die normalerweise die Politik, auch die amerikanische Politik, an die Öffentlichkeit geht. Das ist eine reine taktische Geschichte, das werde ich am Beispiel Lateinamerikas auch nochmal zeigen können. Man fragt sich natürlich, wenn das eine solche Überproduktion ist, wo kommt das Zeug eigentlich alles hin? Denn wir haben in Westeuropa am Drogenmarkt, am Heroinmarkt eine Stagnation. Dieser Markt ist nicht am Expandieren, sondern er hält sich von Land zu Land unterschiedlich, aber er hält sich auf einem bestimmten Niveau. Wir erleben ja auch, obwohl gerade im Augenblick sich da einiges am Ändern ist, dass das Drogenproblem eigentlich gar nicht mit der Öffentlichkeit präsent ist. Es ist gelungen, Junkies in bestimmte Ecken abzudrängen, aber dass eine offene Drogenszene existiert, wie das in Frankfurt extrem der Fall war, wie das in Zürich, wo ich zu der Zeit gelebt habe, extrem der Fall war, das haben wir im Augenblick nicht. Ich sage wirklich im Augenblick, weil es Hinweise gibt, dass sich auch jetzt wieder in verschiedenen Städten neu offene Drogenszenen konstituieren. Ich habe das in Berlin erlebt, ist mittlerweile auch sogar in Berlin ein Medienthema, wobei hier man nie genau weiß, sind das Obdachlose, die auf Heroin gekommen sind, oder Junkies, die obdachlos geworden sind. Auf jeden Fall hängt beides eng zusammen. Armut, Verelendung und Drogenabhängigkeit. Und insofern wäre ich also sehr vorsichtig mit Prognosen, dass ich also sage, wir können es darauf verlassen, das stagniert und wir kriegen kein Heroin mehr. Aber im Augenblick, im großen Bogen gedacht, kann man von einer Stagnation sprechen. Also wo geht das Zeug hin? Und das ist das eigentliche Drama. Wir können es uns nämlich leisten in Westeuropa, diese ganze Drogenpolitik, die in Afghanistan betrieben wird, zu ignorieren, weil sie uns nicht sonderlich betrifft. Wen sie aber betrifft, ist A, Afghanistan selbst, ein Land, das auch in dessen Medizinsystem wirklich unterentwickelt ist, hat, und da gehen die Zahlen jetzt auseinander, mehrere hunderttausend Opiatabhängige. Alleine in Afghanistan. Das heißt, ein Teil der Ware, die dort produziert wird, bleibt in Afghanistan selbst. Da geht das andere hin. Das andere geht nach Indien, nach Pakistan und in die südlichen früheren Republiken der Sowjetunion. Dort gibt es ein massives Drogenproblem bis hinein nach Russland. Russland, die russische Regierung hat Anfang dieses Jahres ihre Drogenstatistik veröffentlicht. In Russland hatten sie im vergangenen Jahr 100.000 Drogentote. 100.000 Drogentote. Die Älteren werden sich noch erinnern, wie das bei uns mal gewesen ist. 4.000, 5.000 und wir dachten, wir flippen aus. Das waren die höchsten Zahlen. 100.000 Drogentote allein in Russland. Also nur, aber kein Alkohol dabei. Drogen, nein, reine Opiat-Drogentote, die Alkoholtote, dann reden wir in die Millionen. Das ist eine erschreckende Zahl. Und die Zahl ist besonders deswegen erschreckend, weil sie gleichzeitig einhergeht mit einer rapiden Verbreitung des HIV-Virus, also von AIDS. In diesen Gesellschaften, hey, die Nummer hier mit Einwegspritze und dann weg und kriegst eine frische Spritze, das können sich reiche Länder wie wir leisten. Das kannst du dich in solchen Entwicklungsländern, kannst du dir das, das ist völlig undenkbar. Die haben für den normalen Medizinbetrieb, haben die schon große Probleme, überhaupt saubere Spritzen zu bekommen, überhaupt hygienische Zustände zu haben. Also vor allen Dingen dann auch in den asiatischen Republiken der früheren Sowjetunion. Das ist also ein Riesendrama. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von afrikanischen Verhältnissen in einigen dieser Regionen. Nur uns interessiert das alles nicht, weil das Zeug bleibt ja dort und kommt nicht hierher. Aber wie gesagt, dafür gibt es keine Garantie.
Das ist die Situation, grob gesagt, in Afghanistan. Wenn ihr dazu dann Fragen habt, können wir das nachher diskutieren. Das Zweite, worüber ich reden möchte, ist Kolumbien und Mexiko. Kolumbien ist nach wie vor das Hauptanbaugebiet für Coca, beziehungsweise die Herstellung von Coca-Paste und daraus wiederum verarbeitet Kokain. Es hat sich nur verlagert, das Problem an die nördliche Grenze. Das habe ich übrigens, wenn ich das mal unbescheidenerweise sagen darf, bereits vor 5 Jahren vorausgesagt, dass sich die Machtverhältnisse zum Mexiko-Kartell verschieben werden. Das war absehbar. Man ist immer wieder erstaunt, bis das dann auch so in die Allgemeinheit, also wenn man sich als Fachmann oder Fachfrau damit beschäftigt, es sind die Informationen liegen alle offen, aber bis das dann mal im allgemeinen politischen Diskurs reinkommt, dauert es noch. Jetzt ist klar, jeder weiß, Mexiko hat alleine im vergangenen Jahr 15.000 Drogentote gehabt, und zwar Drogentote, ich zähle sie immer mit dazu, nämlich Tote, die in Shootouts von Banden, die sich gegenseitig bekämpfen, getötet wurden. Das sind Dealer, das sind Soldaten, das sind Polizisten, Korrupte und Nicht-Korrupte. Und das ist vor allem die Zivilbevölkerung. Leute, die ins Crossfire reingekommen sind, die zwischen die Fronten geraten sind. 15.000 Tote, allein im vergangenen Jahr, in den letzten 5 Jahren 45.000. Damit Sie einfach mal die Dimensionen sehen, wenn man vom Krieg gegen Drogen spricht. Das sind die Dimensionen, aber das geht natürlich noch sehr viel weiter. Ich habe lange in Mexiko gelebt, dort geforscht mit einem Schweizer Ethnologenteam. Ich kenne das Land also relativ gut. Das war immer ein Land, wo man aufpassen musste, wie man immer aufpassen muss, wenn man reist. Natürlich ist man dort Touristen begegnet, die alle diese Striemen hier am Hals hatten, weil sie ihre so dicken Kameras in einem solchen armen Land ja vor dem Bauch tragen mussten oder vielleicht auch noch irgendwelchen Schmuck demonstrativ zeigen. Kein Wunder, dass sie es runtergerissen bekommen haben. Deshalb bist du wirklich permanent Touristen begegnet, die hier Striemen am Hals hatten. Aber wenn man clever war, wenn man bewusst gereist ist, was man ja machen sollte, vor allen Dingen in Ländern, wo eine andere Sprache, eine andere Kultur herrscht, war es ein sicheres Land. Das ist heute nicht mehr. Im Norden Mexikos, und ich weiß überhaupt nicht, da habe ich mich jetzt leider nicht informieren können, ob es überhaupt schon eine Reisewarnung des Außenministeriums gibt, aber die wird irgendwann kommen. Also bestimmte Bundesstaaten im Norden an der Grenze zu den USA sind mittlerweile hochgefährlich und es empfiehlt sich sehr, dort nicht hinzugehen, dort in keine Reisen zu machen. Kolumbien habe ich selbst nie bereist. Ich weiß also nur aus der Literatur, was dort gelaufen ist. In Kolumbien ist eines wichtig zu wissen. Und das ist exemplarisch wiederum auch für Bolivien, Teile Brasiliens. Dort sind Hunderttausende von Menschen. Sorry, ich muss immer mit diesen großen Zahlen operieren, aber es ist so. Ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker. Das alles ist nachlesbar, was ich hier sage. Obwohl es mir selbst merkwürdig vorkommt, immer mit diesen großen Zahlen argumentieren zu müssen. Aber es ist so. Es sind Hunderttausende von Leuten in Brasilien, Kolumbien, Bolivien, auch Ecuador, auf der Flucht vor den Helikoptern, die Gift aus der Luft verspritzen, um den Coca-Anbau zu vernichten. Das ist eine ökologische Katastrophe, es ist eine menschliche Katastrophe. Die Menschen werden vergiftet, das Tier wird vergiftet, die Pflanzen werden vergiftet, das Wasser wird vergiftet. Es gibt in der Le Monde Diplomatique gab es einen Artikel, wo der Autor sagt, dass mittlerweile das Ausmaß der Vergiftungsaktionen mit Sprühhelikoptern, die da drüber fliegen, das Ausmaß erreicht hat, wie die Vergiftung des Regenwaldes zur Zeit des Vietnamkrieges, wo wir ja wissen, welche Folgen das bis heute hatte, diese berühmte Agent Orange Gifte, die damals versprüht worden sind. Dieses Problem gibt es heute in den Coca-Anbauländern in Lateinamerika. Und die Menschen flüchten davor, sie flüchten natürlich auch vor den Milizen, aber auch vor der Guerilla. Und das muss man klar und deutlich sagen, auch gerade in diesem Kreis hier bei den Veranstaltern. Leider ist es so,
dass am Anfang es tatsächlich immer ein Gerücht gewesen ist, dass auch bestimmte Befreiungsbewegungen, mit denen wir sympathisiert haben, mit Drogen haben. Vor allem ging es immer um Kokain. Ich habe mich immer dagegen gewehrt und das war auch richtig, sich dagegen zu wehren, weil man natürlich weiß, wie Propaganda läuft. Mittlerweile, und das ist schon seit einiger Zeit so, dieses Mittlerweile, weiß ich einfach, dass auch Befreiungsbewegungen, deren soziale und politische Ziele man durchaus teilt, mit im Drogenhandel verwickelt sind. Genauso wie in Afghanistan die Taliban im Drogenhandel verwickelt ist, die ja aus ihrer Sicht auch eine Befreiungsbewegung ist, nur mit der sympathisiert man eben nicht so. Aber beides sind Befreiungsbewegungen, beides, ob die FARC oder aber auch die Taliban, arbeiten mit Drogen, zum Teil zwingt die Taliban die Bauern Opium anzubauen. Und nach Berichten amerikanischer Experten, da schwanken die Zahlen auch wieder, von einem Drittel bis zur Hälfte aller Waffen, die die Taliban sich beschafft, kommt aus dem Drogenhandel. Das heißt, die Taliban finanziert sich aus dem Drogenhandel. Also ein weiterer Player in dieser Region, der am Fortbestand des Drogenanbaus interessiert ist. Zurück zu Lateinamerika. Was vielleicht für Mexiko das Schlimmste ist, neben der Gewaltwelle, die über dieses Land schwappt, insbesondere über den Norden, aber ich habe jetzt gerade auch gelesen, dass es auch in Oaxaca, das ist eigentlich mitten im Zentrum Mexikos, auch bereits Bandenauseinandersetzungen gibt, ist natürlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte die totale Korruption, die Mexiko im Augenblick erlebt. Nicht die Korruption, du wirst vom Polizisten an der Straße erwischt, dann hast du schon, weißt schon, wie die Kostüme sehen, holst dein Pass raus, dann liegen dann ein paar Pesos, nee, Dollars wollten sie immer haben, liegen dann drin und dann ist die Geschichte. Das ist die übliche Korruption, die habe ich selbst auch noch erlebt. Nein, der gesamte Staat, die Drogenmafia in Mexiko, ist tief eingedrungen, hat diesen Staat, diese Gesellschaft tief penetriert. Das gilt sowohl für die Armee, es gilt erst recht für die Polizei, aber das geht bis hinein in den Finanzsektor. Es werden dort so gigantisch große Summen bewegt, dass beispielsweise, wenn die Drogenbarone damit drohen, wir ziehen von heute auf morgen unsere Gelder von deren der mexikanischen Bank ab, muss sofort die mexikanische Notenbank intervenieren. Das Finanzsystem ist gefährdet durch diese Unsummen, die dort umgewälzt werden. Nur der Bildmann, das geht um Millionenbeträge, die volkswirtschaftlich relevant sind. Ich komme ganz zum Schluss nochmal gerade auf diese ökonomische Dimension, wenn ich dann meine Lösungsvorschläge mache. Und das ist der nächste Punkt, auf den ich jetzt komme. Nämlich die Frage, wie könnte man das Problem überhaupt in den Griff bekommen? Also ich glaube, ich habe deutlich genug gemacht, wie dramatisch das Problem ist, vor allen Dingen für die Menschen, die in diesen Ländern leben. Wir sollten nicht immer nur denken an unsere Gesellschaften, wo die Endverbraucher sind, die Probleme damit haben. Natürlich müssen wir an die denken. Deshalb zähle ich eben auch diese anderen mit zu den Drogentoten. Das war ja immer bei uns eine sehr beliebte Praxis, jedes Jahr am Ende des Jahres diese schwachsinnige Statistik über die Drogentoten zu veröffentlichen, deren Aussagewert außerordentlich gering ist. Aber wenn man eine solche Statistik macht, dann muss man auch die Toten in Mexiko, in Kolumbien, die Vergifteten von chemischen Giften, vergifteten Menschen, die erschossenen Menschen, das alles muss man mit dann einbeziehen. Gut, was sind die Vorschläge zur Lösung? Der erste Vorschlag, der auch überall eigentlich ventiliert wird auf der UNO-Ebene, ist Substitution. Und zwar jetzt nicht Substitution vor Ort, also dass der Junkie Methadon bekommt, oder was ich persönlich für noch besser halte, den Originalstoff bekommt. Ich bin ein großer Vertreter der medikalisierten Heroinabgabe, das habe ich in der Schweiz gelernt. Das ist eine der größten Erfolge drogentherapeutischer Art. Nein, Substitution meint jetzt hier was anderes, nämlich ein Agrarprodukt durch ein anderes Agrarprodukt zu ersetzen. Also, ihr baut kein Mohn mehr an, aus dem Opium gewonnen wird, sondern
Ihr baut. Ja, was denn? Was denn? Es gibt außer Safran kein einziges Agrarprodukt, das auch nur annähernd den Wert hat, den Mohn und Koka hat. Und diese Programme, die natürlich stattgefunden haben, die waren glücklicherweise für die Campesinos und Campesinas vor Ort hoch erfolgreich. Na, her mit der Kohle, wir bauen Kartoffeln an. Und 20 Meter weiter im Regenwald oder wo immer sie gelebt haben, gerodet, eine neue Plantage angelegt. Dann hatten sie sowohl die Kohle von den Dealern, die die Ware abgeholt haben, wie die Kohle vom Staat für die Ersatzprodukte. Und die Kartoffeln. Und die Kartoffeln. Nicht zu vergessen. Und die Kartoffeln. Also das ist eine reine Augenwischerei, so zu tun, als gäbe es unter den Bedingungen der Illegalität bzw. der Prohibition, als gäbe es ein Agrarprodukt, was das ersetzen könnte. In Afghanistan ist die Lage nochmal besonders zugespitzt. Afghanistan ist natürlich ein Land mit einer sehr unterentwickelten Infrastruktur. Und der Vorteil des Opiumhandels ist ganz simpel der, die Opiumhändler kommen in die Dörfer und holen die Ware ab. Während der Kartoffelbauer oder was immer sie in Afghanistan produzieren würden, müsste das auf einer Karre, auf einer Eselskarre oder vielleicht auf einem Pickup erst in Kilometer entfernte Marktplätze bringen, über Straßen, die das halbe Jahr nicht passierbar sind. Nein, die Opiumhändler kommen diesen Wald, das ist dann immer so ein klebriges Zeug, kaum durch den Wald Opium, das war alles schön abgekratzt worden ist, dann zu einem Wald, den es gibt, sagen die Leute aus, da gibt es nichts, was das ersetzen könnte. Und dasselbe gilt übrigens auch für Kolumbien oder für ganz Lateinamerika. Es gibt kein Agrarprodukt, das das Agrarprodukt Mohn, beziehungsweise Opium, oder das Agrarprodukt Koka ersetzen könnte. Und natürlich gibt es auch kein Agrarprodukt unter den Bedingungen der Illegalität, das Cannabis Marihuana, also Haschisch Marihuana ersetzen könnte. Immer solange die Sachen illegal sind, ist der Preis exorbitant höher unter den Bedingungen der Illegalität. Klar, das Zeug ist nichts wert. Also wenn es ein normaler, legaler Agrarmarkt wäre, würde das Zeug in den Keller fallen. Das ist ja nur einfach das Zeug, was man von den Blumen abgekratzt hat. Das wäre dann der Wert, wäre, gut, es gibt noch eine medizinische Nachfrage, auf die komme ich gleich, aber jedenfalls, der Wert des Ausgangsproduktes fällt sofort in den Keller und den Bedingungen der Legalität. Infolgedessen also muss man sagen, dass die Idee der Substitution, der Ersetzung eines Agrarproduktes, nämlich des Illegalen, durch ein Legales nicht funktioniert. Der zweite Vorschlag, der gemacht wird, ist die Kampagne Poppy for Medicine. Das wird übrigens auch von der linken Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten. Das heißt, der Vorschlag ist der, man kauft entweder über die Weltgesundheitsorganisation oder über eine eigens zu schaffende Agentur, man kauft die gesamte afghanische Opiumproduktion auf und bringt sie in Länder, wo nicht genügend Opium da ist für Schmerzmittel in der Medizin. Das ist sozialpolitisch ein hervorragendes Projekt. Nur zu befürworten, also in Afrika gibt es ganze Bereiche, wo für Operationen es unglaublich schwer ist, überhaupt A, Narkotika, also Narkosemittel zu besorgen, oder B, Schmerzmittel, wenn Menschen Schmerzen haben. Wenn man also das sehr kontrolliert über die Weltgesundheitsorganisation macht, ist das ausgesprochen positiv und zu begrüßen. Nur, es ändert nichts an der Situation. Das Zeug bleibt nach wie vor anderswo illegal. Und natürlich wird dasselbe passieren, wie es auch in Kolumbien passiert ist. Die Leute werden natürlich, solange die Nachfrage nach illegalem Zeug da ist, werden sie eben anderswo ein Mohnfeld wieder aufmachen und werden versuchen, eben dieses auch noch abzugreifen. Und in Wirklichkeit bedeutet dieses Copy for Medicine nichts anderes als eine Erweiterung des sowieso schon vorhandenen Marktes für Opium für den medizinischen Gebrauch.
Das wird zum Teil in der Türkei angebaut, unter Kontrolle. Früher auch in früheren Jugoslawien wurde Mohn angebaut, eben dann von den großen Pharmakonzernen aufgekauft und für Schmerzmittel verwandt. Also es gibt es schon. Diese Idee, die afghanische Ernte aufzukaufen, bedeutet, dieser Markt wird nur erweitert. Aber solange die Illegalität weiter besteht, wird sich auch da im Prinzip nichts ändern. Sodass die einzige, für meine Begriffe, die einzige sinnvolle Maßnahme sein kann, wir müssen über eine Legalisierung von Drogen diskutieren. Ich sage das extra so zurückhaltend, weil das ist nicht problemlos. Das heißt, in anderen Worten, ich sage, der hohe Preis, der im Augenblick erzielt wird für diese illegalen Drogen, wird einzig deswegen erzielt, weil hier ein Extra-Profit drin ist, nämlich der Extra-Profit der Illegalität. Nehmen wir diesen Extra-Profit weg, dann fällt der Wert des Produktes auf das, was er als landwirtschaftliches Produkt hat. Das könnte wahrscheinlich, wie gesagt, bei Opium aufgrund des medizinischen Gebrauchs höher sein als Tomaten oder Kartoffeln, aber es bewegt sich in ganz geringen Spannen. Infolgedessen ist von der Logik her ist völlig klar, dass die Prohibition uns erst die Probleme gebracht hat, die wir haben. Es gab vor 10 Jahren eine Petition von weltweit, von Experten, anerkannten Experten weltweit, mittlerweile sogar 12 Jahre her, als Kofi Annan noch Vorsitzender der UNO war, wo gefordert wurde, diese Evaluierung, diese Überprüfung der UNO-Drogenpolitik, weil die Folgen der Prohibition, das ist ein wörtliches Zitat, weitaus gravierender sind als der Drogenmissbrauch selbst. Und das ist auch meine Analyse. Infolgedessen ist das also nicht irgendwie jetzt eine Provothese legalisieren, sondern es liegt in der Logik dieser ökonomischen Betrachtung des Problems. Wir müssen die ökonomischen Mechanismen verstehen, wenn wir das Drogenproblem verstehen wollen. Und das ist genau das, was ich vorhin über die Drogenbeauftragte sagte. Diese Dimension hatten die nie im Kopf, dass es sich hier um ein politisches und ökonomisches Problem handelt. Okay, also legalisieren wir. Jetzt mal ganz nassforsch argumentieren. Da muss man 2 Sachen wissen. Drogen sind nicht nur Rauschmittel, Drogen sind auch Zahlungsmittel. Das heißt, beispielsweise lebt der internationale Waffenhandel von den Drogendollars. Der legale wie der illegale Waffenhandel lebt von den Drogendollars. Wir sehen also, dass die Waffenhändler eine wichtige Lobby sein werden, die jeden Versuch der Legalisierung unterbinden werden. Also wir haben hier schon eine Interessengruppe, die überhaupt kein Interesse an einer Legalisierung hat. Zweitens, Drogen sind ein Hebel politischer Einflussnahme. Und es ist überhaupt kein daraus eine gesellschaftliche Forderung zu machen, alle sollen abstinent leben, ist Ausdruck einer totalitären Fantasie. Kräfte bei uns, die das wollen, also nicht zuletzt die vorletzte Drogenbeauftragte war auf diesem Trip, die sich ja in ihres Abstinenzreduktions gebrüstet hat, das ist nicht akzeptabel. Aber gleichzeitig darf niemand und soll niemand unter Druck gesetzt werden, der sich für sich entscheidet, abstinent zu leben. Nicht zu rauchen, nicht zu kiffen, nicht zu trinken, whatsoever. Das ist das individuelle Recht eines jeden Menschen. Das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen. Richtig ist der Einwand, dass wir unterscheiden sollten zwischen legalen und illegalen Drogen und der Frage, warum die einen legal sind und die anderen illegal. Ich darf in dem Zusammenhang, das ist jetzt nicht gerade die feine Art, aber es ist einfach nicht genügend Zeit, um das auszuführen, auf ein ganzes Kapitel in meinem Buch Drugs for Future verweisen, wo ich mal beschrieben habe, wie es eigentlich zur Illegalisierung von Cannabis gekommen ist in den USA.
welche Rolle da eine bestimmte Presse gespielt hat, welche Formen von Rassismus da eine Rolle gespielt haben. Denn Cannabis war traditionell die Droge in den Ghettos. Und all diese Dinge, das habe ich genau dort beschrieben, es gab eine geradezu fanatische Verfolgungswelle gegen Haschisch, beziehungsweise in den USA ist vor allem dann eben Marihuana, eine fanatische Verfolgungswelle. Das heißt, und nach dem Krieg ist das dann nach Europa gebracht worden und hat die europäische Drogenpolitik mitbestimmt und später dann sogar die Weltdrogenpolitik, weil, wie ich schon gesagt habe, es in den USA Anfang der 70er Jahre, als keiner richtig durchblickt und alles total in Panik war, gegen viel Drogenpolitik weltweit verbindlich machen konnte, durchsetzen konnte. Das heißt, wir müssten uns jeweils die Frage stellen, was eben die Gründe sind, warum die eine Droge legal ist, die andere illegal ist, warum es Drogen gibt, die sowohl mal legal waren, dann illegal und dann wieder legalisiert worden sind. Und wir müssten gerade in diesem Zusammenhang, ich habe das vorhin auch schon mal angedeutet, die gesamte Pharmastrecke untersuchen. Denn ich bleibe dabei, nicht weil ich mich im Augenblick besonders intensiv damit beschäftige, aber das, was ich Alltagsdoping nenne und was läuft über saubere Pillen, das ist die eigentliche Zukunft der Drogen. Und nicht dieses Kraut- und Rübenzeug, was sich irgendwelche Leute zwischen Papier drehen und reinziehen. Ich möchte gleichzeitig immer wieder auch betonen, ich dachte, das habe ich verstanden, dass egal welches Legalisierungsmodell wir durchsetzen wollen oder zumindest befürworten, es durchzusetzen, immer gehört dazu Aufklärung über Drogen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber eben nicht mit dem drohenden Verbotsfinger, der mich schon als Jugendlichen auf die Palme gebracht hat und dazu gebracht hat, gleich den nächsten Joint anzuzünden, anstatt überhaupt hinzuhören, sondern auf der Grundlage einer rationalen Haltung. Ich sage, das ist einer meiner Schlüsselsätze, immer über Drogen sollte man immer flüchten. Und man sollte über die Risiken aufklären. Deshalb sage ich, auch Cannabis ist eine Droge, bei der es ein zu viel, ein zu oft und vor allen Dingen ein zum falschen Zeitpunkt gibt. Und ich verstehe all die Lehrer, die morgens in die Schule kommen und einer Klasse von schwer stonten Leuten gegenüber sitzen, die wahrscheinlich ein 15-prozentiges holländisches Treibhauszeug rasch nochmal in einem Bonk oder in einem Schillung vor dem Unterricht, und die sind nicht ansprechbar. Und ich würde als Lehrer verrückt werden, wenn ich vor dieser Klasse stehen würde. Nur, das sind alles nicht Dinge, die großen Fragen, die es hier gibt. Wir reden hier von Ökonomie, wir reden hier von organisierten Verbrechen, wir reden von der Korrumpierung ganzer Staatssysteme, wir reden von Waffengewalt, wir reden von Toten, wir reden von Menschen, die vergiftet werden. Das ist die Dimension, um die es mir heute Abend gegangen ist. Alles andere sind Diskussionen, die ich immer gerne auch führe und seit 40 Jahren auch führe, wie man im Einzelnen mit bestimmten Dingen umgehen soll. Und da ist dann nochmal die Frage zur Heroinabgabe. Ich habe diese ganze Diskussion in der Schweiz hautnah nicht nur miterlebt, sondern war auch an dieser Diskussion beteiligt. Und die Heroinabgabe ist wirklich eine große Errungenschaft. Wie sie politisch in der Schweiz, einem strukturkonservativen Land, durchgesetzt worden ist. In diesem Zusammenhang habe ich, obwohl ich in vielen anderen Dingen durchaus auch ambivalent bin, was das schweizerische Demokratiesystem anbelangt, die Vorteile der direkten Demokratie erlebt. Unter anderem, selbst wenn bestimmte Anträge in meinem Sinne abgelehnt wurden, hat in der Schweiz eine Diskussion stattgefunden. Und grundsätzlich ist meine Erfahrung, weil ich auch sehr viel in der Schweiz unterwegs bin, dass das Schweizer Publikum, und das merkt man einfach, über Drogen mehr weiß, kompetenter ist, sachverständiger ist, als es irgendwo sonst in Europa der Fall ist. Und das hat was zu tun, dass sie ununterbrochen dazu aufgefordert wurden, Stellung zu beziehen.
den Kredit für die in die Abgabestelle genehmigen, ja oder nein. Worum es mal eine Diskussion da? Zum Teil eine äußerst polemische Diskussion, nämlich vor allem die Rechtspopulisten und der Nagy-Christner, aber es war eine Diskussion. Und im Kontext eben, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die offene Drogenszene in Zürich, wo Hunderte, am Wochenende mehrere tausend Leute aus der ganzen Schweiz und den benachbarten Ausland, Frankreich, Italien, Deutschland, auf dem Blattspitz sich herumgetrieben haben. Das war im Sinne der alten italienischen Psychiatriediskussion zum ersten Mal, hatten sich Abhängige öffentlich gezeigt. Das war auch ein emanzipatorischer Akt. Die haben sich nicht in die Löcher verkrochen, sondern die haben gesagt, hier Leute, wir haben ein Problem, helft uns. Und das ist geschehen. Über diese massenhafte Versammlung von Junkies, mitten am Bankenplatz Zürich, dem sichersten Ort der Welt, wo die gesamte Welt ihre Gelder unterbringt, weil sie glauben, dort sind sie sicher, sitzen auf der Bahnhofstraße junge Leute und nicht irgendwie abgewandt verschämt, sondern so halten sie ihre nackten Arme hin und rammen sich die Spritze rein. Und die Banker und all die Leute, die ihre Sachen dort anlegen wollen, müssen da drüber. Das war in den USA, die amerikanische Presse, war Needle Park. Der Begriff Needle Park kommt daher, gibt sogar einen Film darüber. Die Amerikaner, die nicht zur Kenntnis nehmen, was in Europa passiert, das war schwer schädigend für die Schweiz als Finanzplatz. Und infolgedessen hat diese Provokation, die gar nicht mal so sehr beabsichtigt war, also, dass diese Leute sich dort in ihrem Elend versammelt haben, in ihr Elend offen zur Schau geführt haben, hat die schweizerische politische Diskussion in Gang gebracht. Und dann gab es plötzlich aus dem bürgerlichen Lager oben vom Zürichberg Leute, die gesagt haben, wir müssen da was machen, vor allen Dingen, das darf man ja nie vergessen, die Veränderung der schweizerischen Drogenpolitik hat stattgefunden als Aids-Aufgabe. Das heißt, das Land war in einer Aids-Panik, wie der Rest Europas auch. Und dann gab es einen Professor, einen Immunologen, der hat gesagt, Herr Professor Gut, ein unglaublich toller Freak, der aber nicht irgendwie mit Drogenszenen, alternativer Szene zu tun hat, der hat gesagt, wir müssen etwas machen, dass die Leute beim Fixen sich nicht infizieren, beziehungsweise das Virus weiterreichen. Und er war derjenige, der den Spritzentausch organisiert hat. Wir haben im Laufe der Jahre mehrere Millionen Spritzen am Blattspitz abgegeben. Da gibt es ein sehr gutes Buch, wo das alles beschrieben worden ist. Und daraus dann ist dann weiter die Diskussion entstanden, hey, was ist eigentlich los? Warum geben wir den Leuten nicht den Originalstoff? Wir sind Heroinabhängige, die wollen nichts anderes als ihren Stoff. Wenn wir in den Originalstoff gehen, müssen sie nicht mehr reinbrechen, keinen Fernseher mehr klauen. Das war damals noch das Hauptgebiet, heute ist wahrscheinlich Laptops. Müssen die Oma nicht auf der Straße umhauen, ihr die Handtasche wegnehmen. Sie können ja zweimal am Tag an die Abgabestelle gehen und dann kriegen sie ihren Schuss und dann sind sie versorgt. Und ich bin deswegen, dafür fürworte ich die Originalstoffabgabe, weil ich eben glaube, dass Methadon mehr abhängig macht als Heroin. Das Methadon gefährlicher ist auch für den Körper, für Organbefall, Leber und dergleichen, als Heroin. Weil Opiate haben diese merkwürdige Eigenschaft, dass sie von allen Substanzen, die Menschen sich aus medizinischen Gründen zufügen, die harmlosesten sind, was Nebenwirkungen, Schäden anbelangt. Und zweitens, weil bei Methadon, meine Erfahrung ist immer bei Konsum. Das heißt, die meisten Leute, die auf Methadon, oder viele, die auf Methadon sind, so habe ich es jedenfalls erlebt, als ich in der Hamburger Drogenklinik gearbeitet habe, gehen auf Alkohol. Und das ist nun auch nicht gerade gesund. Und bei der Heroinabgabe, auch das, um das rasch noch zu sagen, da ich ja auf dem Blattspitz geforscht habe. Das heißt, ich habe mich dort bewegt wie ein teilnehmender Beobachter. Das heißt, ich war nicht zu erkennen, als ich war einfach da. Und den Junkie kriege ich auch sofort hin. Mit meinen Haaren, damals waren sie noch nicht so gut. Ich kam ins Gespräch mit ganz, ganz vielen Junkies. Man kannte mich, ich kannte sie, ich war der Deutsche. Was ich genau wollte, wussten sie nicht. Aber irgendwie, also ich konnte mit den Leuten reden. Und
Ich habe etwas erlebt, was mich wirklich in einer positiven Weise erschüttert hat. Ich bin dann 2 oder 3 Jahre später, nachdem es diese Abgabenstellen gab, wo Heroin abgegeben wurde, bin ich Leuten wieder begegnet. Als ich die Abgabestellen da besucht habe, mir das alles angeguckt habe, mich bei den Kollegen dort vorgestellt habe. Und da bin ich Leuten begegnet, die ich nur kenne, so, ja, und immer zusammen sitzen, die sie mir entgegenkommen, ich habe sie gar nicht erkannt. Hoi, Günther. Hey, ich gucke da hin. Ja, das waren Leute, die haben Heroin, die standen nicht mehr. Die haben auf Hygiene geachtet, die waren anständig angezogen, die hatten zum Teil Jobs, und zwar nicht nur geschützten Jobs, sondern im normalen Arbeitsmarkt. Ja, die einzige Bedingung war, sie mussten 2-mal am Tag, und dann ist die Lieblingsgeschichte der schweizerischen Medien, die Geschichte von der Bankerin, die, für die es einfach nur ein Problem war, 2-mal ihre Bank beim Spekulieren zu verlassen, um sie ihren Schuss abzuholen. Die hat beantragt, dass sie das Zeug mit nach Hause nehmen darf. Das ist bisher aber noch nicht erlaubt, obwohl auch das diskutiert wird, ob man den Leuten nicht, also man will natürlich immer verhindern, dass dann das Zeug, was man ihnen mitgibt, sofort auf dem Markt verkloppt wird. Deshalb ist das also auch eine heikle Geschichte. Ich kann dazu eigentlich nicht sagen, ich weiß dazu auch zu wenig, ob man das riskieren sollte oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich sage das so emphatisch, weil es meine persönliche Erfahrung ist, was das den Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind, gebracht hat, und was es den Menschen in der Stadt, die mittelbar davon betroffen sind, gebracht hat. Der Stadtfrieden ist wiederhergestellt. Das war das Ziel. Ein klassisches sozialdemokratisches Ziel. Ist aber okay. Ich stolper auch nicht gerne über einen Junkie, wenn ich irgendwo einkaufen gehe. Es ist eben die Realität. Ich nehme sie zur Kenntnis. Aber umso besser, wenn die Leute gut versorgt sind und ein normales Leben führen können, beispielsweise auch wieder soziale Beziehungen aufnehmen können, wozu du als Junkie nicht in der Lage bist, weil als Junkie bist du von morgens bis abends unterwegs mit der Stoffbeschaffung, von morgens bis abends, sage nur jemand nicht, dass das faule Säue sein. Das sind hart arbeitende Leute, die von morgens bis abends versuchen müssen, ihr Zeug zu kriegen. Zwischendrin dann eine kriminelle Tat zu begehen, nämlich wie gesagt, die Oma auszurauchen oder irgendetwas, was aber auch nichts anderes ist als Arbeit, denn es sind Süchtige und sie brauchen die Kohle für den nächsten Schuss. Das alles ist weg. Alles ist weg. Ich kann nur sagen, es ist ein erfolgreiches Modell. Und wir hätten in Deutschland, weil das auch gleichzeitig wissenschaftlich derartig toll begleitet war, ich nenne nur einen Namen, Ambros Uchtenhagen, das ist der entscheidende Mann, der dieses ganze Projekt gemacht hat. Wir hätten in Deutschland ohne diese Millionen, die wiederum für eigene deutsche Forschung ausgegeben worden sind, wir hätten sofort dies auf der Grundlage der wissenschaftlichen Evaluation in der Schweiz, hätten wir sofort das Schweizer Modell übernehmen können. Wir mussten natürlich, das verstehe ich natürlich auch, Wissenschaftsstandort, wir sind hier ein Wissenschaftsstandort, mussten wir natürlich eigene Forschung machen, aber die Ergebnisse der Schweizer Forschung sind die besten, auch die wissenschaftlich am besten begleiteten und ausgearbeiteten Modelle. Ich bin, das habe ich jetzt hoffentlich deutlich genug gemacht, ein vehementer Vertreter. Wenn Leute drauf sind, dann gebt ihnen lieber den Originalstoff als irgendwelche Substitute, insbesondere Methadon. Das ist meine Position. Habe ich jetzt das? Ich glaube, du hast die Runde geschafft. Ich würde auch noch ganz gerne, weil wir sind natürlich so im Zeitrahmen. Ja, bisschen, alle lächeln jetzt nach ihren Drogen und wenn es nur ein Glas Wasser ist. Jetzt hat sich noch das Brötchen nochmal gemessen, die Ingrid und der Reihe. Und dann kannst du ja nochmal. Dann nehmen wir dich noch mit vorne weg. Komm, dann habe ich dich übersehen. Ja. Also ich bin gekommen, als du deinen Vortrag dabei warst, in Afghanistan zu reden, dass in Afghanistan der Widerstand zu 2/3 mit den Drogen finanziert wird. Ich hoffe, dass ich, was ich danach gehört habe, ich bin taub auf dem rechten Ohr, vielleicht haben die Hälfte nur deshalb verstanden, also was ich danach gehört habe. Also was ich vermisse, ist, dass du zwar sehr gut geschildert hast, wie der Drogen verwoben ist in Korruption, Machtkämpfe, Herrschaftserhaltung und sowas, was ich alles durchaus unterstreichen würde. Aber du hast es wenig im Zusammenhang mit Kapitalismus, also von, nicht von einem antikapitalistischen Standpunkt aus Drogenpolitik betrachtet. Was will ich damit sagen? Ja? Also deshalb meine ich auch, dass das so in der Einschätzung auch von Drogen
weil man ein Stück auch Verharmlosung da ist, weil keine, sagen wir, der Ausmaß der kapitalistischen Ausbeutung in der Gesellschaft, System, in dem wir leben, also unterschätzt wird, welche Auswirkungen das hat auf die Entfremdung des Menschen zu sich selbst, also aufgrund der materiellen Ausbeutung des Menschen durch die Menschen. Ja, ja. Muss ich jetzt unterbrechen, wenn wir jetzt in die Gesellschaftsdiskussion, das führt, ja, das führt ist aber auch Gesellschaft Abend. Jetzt, ja? Also wir reden ja über Gesellschaften. Ich weiß nicht, deine Einwand verstehe ich nicht. Ja, lass mich doch mal kurz mal aussprechen. Ja? So, und ich denke, der Kapitalismus, also in der Gegenwart, in der wir leben, ist eine herzlose Gesellschaft. Das heißt also, die Drogenmissbrauch ist auch vor allem, entsteht aus Entfremdungsprozessen. Das heißt, dass wir in einer herzlosen Gesellschaft sind, in der wenig Solidarität erlebt wird. Dass der auch dieses Bedürfnis nach Drogen oder Missbrauch der Drogen auch entsteht. Das heißt also, für mich ist es, der Kampf gegen Drogen ist verknüpft mit einem Erwartung an Solidaritätsgefühl von einem sozialen Kampf. Das ist für mich der eigentliche Schlüssel, was du ein Stück mal ein bisschen erwähnt hast von der Vernunft oder von der Macht der Vernunft. Das meine ich mit dem sozialen Kampf. In der Gesellschaft wird zu wenig Solidarität erlebt unter den Menschen. Ja? Und deshalb ist die Neigung zu Drogen. Woher kommt denn diese, sage ich mal, wenig mangelnde Solidarität? Ist die starke Entsolidarisierung der Gesellschaft durch Entfremdung. Aber auch falsche Erklärungen, auch moderne Erklärungen, ja, auch der Linken, dadurch, dass zum Beispiel Unterdrückung des Menschen durch Menschen nicht ausschließlich auf der Ausbeutung des Menschen, also materielle Ausbeutung des Menschen, wie es Marx sagte, darauf zurückzuführen ist, sondern dass es für die Unterdrückung verschiedene, viele Arten von Ursachen geben kann. So entsteht dann eigentlich, sage ich mal, die Befreiung vom Joch des Menschen durch den Menschen kaum noch irgendwie sichtbar oder möglich. Ja, ich denke, wir müssen wirklich nicht konkret das mit dem Antikapitalismus verbinden, mit dem Systemkritik verbinden und nicht nur irgendwie da nur mit Korruption und Herrschaft und so weiter und so fort. Gut, Dankeschön. Okay, super, dann also ist auch angekommen, das, die Dimension. Die Ingrid, dann der Hajo und dann der Philipp. Also ich wollte kurz mal nach Brüssel ins Europäische Parlament gehen, weil ich vor kurzem eine öffentliche Anhörung gerade über die Cannabis-Legalisierung, Regulierung und aus dem EU-Parlament kam das Signal, jede nationale Regierung kann ihre eigenen Gesetze entwickeln und die EU wird nicht reinschlagen, wir sagen, da legen wir das Veto ein oder hier ist immer dafür. Das ist eine. Zum anderen wollte ich kurz auf Spanien eingehen. Da ist Cannabis nicht legal, aber es ist soweit entkriminalisiert, dass jeder Erwachsene eine Pflanze besitzen darf. Das war eine weibliche Pflanze. Das führte dazu, dass es in Spanien mittlerweile um die 200 Cannabis-Social-Clubs gibt. Das heißt, Konsumenten haben sich zusammengeschlossen, bauen gemeinsam an. Das wird von der Kommune, von den Behörden geduldet, denn die haben ein Recht, da reinzugucken auch, wie funktioniert das, wie läuft das. Und diese Lösung streben wir eigentlich hier für Deutschland auch an. Denn das hätte verdammt viel Vorteile von Qualität über die Regulierung, Jugendschutz, Verbraucherschutz, habe ich schon gesagt. Patienten würden wieder an ihr Medikament kommen, ohne ständig kriminalisiert zu werden. Das sind die Hauptgründe für die Regulierung eines Cannabismarktes. So, der Heimer. Ja, wir haben ja hier in Frankfurt das Heroin, die Heroinvergaben, die Freie, würden Sie gerne ausweiten. Das Interessante ist, dass hier alle vier Parteien in Römer, also auch möglicherweise bei der FDP, dafür sind.
Und die Fortschritt, unter anderem neben uns noch bei der fortschrittlichen Position, wird sich jetzt aber ändern, weil die Vereinigte Stadtverordnete da aufhört, die diese progressive Position hatte, weil der CDU angesiedelt war, also noch weiter abgehend als die Grünen waren. Wir haben uns ein bisschen die Hände gebunden, das weiter auszuweiten, weil wir haben schwer dafür gekämpft, dass es noch weitergeführt werden könnte. Das kostet natürlich auch viel Geld. Die Bereitschaft ist im Grunde genommen da. Und was Günther ja auch gesagt hat, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es andere Drogen gibt, die mittlerweile weit gefährlicher sind. Also in Frankfurt haben wir eine neue Untersuchung, dass unter das Komasaufen und die anderen Postkosten wirklich ein weit größeres Problem sind als eben das Marihuana und das Haschisch. Und die Erfahrung haben sie auch bestätigt, gerade bei der Heroinvergabe sind die, das wirklich heute wieder in Fuß gefasst haben. Zum Teil sogar in die Abstinenz gekommen, mehr auch sehr selten. Aber eben auch wieder ein reguläres Leben führen. Also die ganze Beschaffungskriminalität, dieses ewig auf der Suche nach dem Stoff sein, das ist dadurch weg. Die Angst bei den Leuten ist natürlich bei der Freigabe, das höre ich auch immer wieder, ja, die Linke fordert der Freigabe der Drogen, ja, unsere Jugend. Das ist natürlich eine völlig verlogene Argumentation, gerade aus der konservativen Seite, denn ich muss daran erinnern, dass Roland Koch eigentlich die Drogenberatungslehrer an den Schulen massiv gekürzt hat. Ja. Gerade da, wo es möglich wäre, die Jugendlichen überhaupt erstmal aufzuklären, über die Folgen der Drogen, das wird ja gestrichen. Es wird ja völlig zurückgefahren. Gleichzeitig sagt man, die Drogen sind ja ganz schlimm. Also ist ja irgendwo verrückt. Entweder macht man eine Drogenaufklärung und das Gute an dieser Freigabe eines Cannabis damit anzufangen, wäre ja, dass man wirklich eine kontrollierte Substanzkontrolle hätte. Momentan wird ja alles wirklich gemischt auf den Markt geschmissen, was ja auch Suchtpotenzial hat, dass wirklich auch dann Leute auf härtere Drogen umsteigen können, weil einfach du weißt gar nicht, was im Zeug drin ist. Ja. Gut, es ist nicht hier, also es ist auch nicht gegeben, dass das die Drogen durch eine Freigabe zugenommen hat. Was wir in Holland erlebt haben, ist ein Drogen-Tourismus gewesen, der würde man kurzfristig haben. Aber es würde keinesfalls dazu führen, also eher. Also, wie lange läuft das Projekt dann? Wann bekommst du das ungefähr? Und das ist ja irgendwie so. Das läuft momentan noch mit dem mindestens 10 Jahren. Okay. Ja, dann würde ich jetzt dem Günther abschließend das Wort geben. Wir haben ja immer so ein System, dass wir auch nicht den Abend zu sehr ausdehnen wollen, weil klar ist, dieses Riesenthema können wir natürlich komplett abschließend behandeln. Hier sind ganz viele Facetten jetzt noch aufgebaut von euch. Wir können aber ja auch gerne noch ein bisschen in kleiner Runde miteinander kommunizieren. Ansonsten hat er bisher auch schon viele Literaturhinweise gegeben. Uns war es ganz wichtig, dass wir uns auch dem Thema mal stellen und ja auch einfach kontroverse Diskussionen und verschiedene Meinungen da auch aushalten müssen. Das ist überhaupt keine Frage. Günther. Ja, also angesichts des Zeitrahmens kann ich natürlich auf deinen Einwand nicht eingehen, aber ich bestätige deine Feststellung, dass ich in der Tat hier keinen antikapitalistischen Standpunkt eingebracht habe. Ich versuche einfach die Realität so zu sehen, wie sie ist. Und ich gehe davon aus, dass wir auf absehbare Zeit unter kapitalistischen Bedingungen weiter leben werden. Was immer wir dagegen versuchen zu unternehmen, der Kapitalismus in all seinen verschleierten Formen, wie er dann fortgesetzt werden wird, ich bin da relativ wenig optimistisch. Auf jeden Fall ist egal, wie lange der Kapitalismus hält, im Augenblick haben wir ihn und meine Analyse bezieht sich ausschließlich und ausdrücklich auf den Kapitalismus. Allerdings möchte ich eines doch noch sagen. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass die Formen, wie wir mit Drogen umgehen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Abhängigkeit geraten, dass das alles etwas zu tun hat mit der Art, wie wir leben, wie wir ausgebeutet werden, wie wir selbst andere ausbeuten, auf der psychischen Ebene zumindest. All das kann dann entweder in Krankheit führen, Depression, da ist die Pharmaindustrie dann zuständig, oder aber es kann in Suchtabhängigkeit führen, wenn man eine bestimmte Droge präferiert. Nur, ich bin überzeugt davon, und ich wünsche mir auch keine andere Gesellschaft als die, wenn der Kapitalismus einmal überwunden sein wird, wird es nach wie vor Menschen geben, das ist eine
geradezu menschliche Konstante, die Genuss am Wein, Genuss am Bier und Genuss an Cannabis oder whatsoever haben werden. Und diese Menschen, das hoffe ich dann, soweit es nicht körperliche Voraussetzungen sind, werden sich selbst so unter Kontrolle haben und auch gar keine Notwendigkeit sein, dass sie da in einen Missbrauch hineingeraten und suchtabhängig werden. Aber auch dann wird es Menschen geben, die scheitern, denn auch eine nachkapitalistische Gesellschaft wird eine Gesellschaft sein, in der es viele Probleme der Menschen miteinander und mit sich geben wird. Und diese Gesellschaft entspricht jedenfalls nicht meiner Fantasie, eine nicht-kapitalistische, sehr wohl, da habe ich mein Leben lang dafür gekämpft. Aber eine sozialistische Gesellschaft, nennen wir es mal so, ich weiß gar nicht, ob die Begriffe, ob man mit solchen Begriffen im Augenblick operieren sollte, erst recht mit dem Begriff einer kommunistischen Gesellschaft. eine Gesellschaft, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beendet ist, und die Ausbeutung der Natur durch den Menschen beendet ist, das ist meine Utopie. Und in dieser Utopie wird Wein getrunken und Haschisch geraucht werden. Das gehört zu dieser Utopie dazu. Ein letzter Satz zu dem, was du gesagt hast. Es ist natürlich völlig klar, dass der erste Schritt überhaupt, noch bevor wir von Legalisierung sprechen, die Entkriminalisierung der Konsumenten und der Konsumentinnen zu sein hat. Das ist ein absoluter Skandal, dass nach wie vor erst recht dann Menschen, die aus medizinischen Gründen Cannabis nehmen und die nicht diese Ersatzprodukte von der Pharmaindustrie haben wollen, sondern die auch hier den Originalstoff haben wollen, nämlich eben einfach homegrown oder treibhausgrown oder whatsoever grown Marihuana rauchen wollen, dass diese Leute kriminalisiert werden, ist ein Skandal. Ich darf in dem Zusammenhang an die unglaublich wichtige Rolle erinnern, die Wolfgang Leskowitsch, euer Genosse, in der Linkspartei im Bundestag gespielt hat, als Richter, in dem er damals ein Urteil gefällt hat, dessen Konsequenz dann später, das war ein Vorlagenbeschluss beim Bundesverfassungsgericht, und eigentlich sind alle Bundesländer aufgrund des Urteils aufgefordert, eigene Richtlinien mit Höchstmengen festzulegen. Und das heißt, eigentlich haben wir heute schon von Gerichtsseite her die Grundlage dafür, dass die Menschen bis zu einer bestimmten Menge, ohne verfolgt zu werden, also entkriminalisiert sind. Und das ist eine Forderung, die also als allererste und prioritär, wenn ich Mitglied einer politischen Partei wäre, ganz vorn stehen würde. Dann würde ich die Frage der Legalisierung besprechen. Die Frage ist, ob das Wort Freigabe das richtige Wort ist. Auch da sollte man sich sehr genau kontrolliert jedenfalls, also auch über strafliche Dinge unterhalten, um die Öffentlichkeit nicht in die Irre zu führen. Und erst dann kommt das, was ich dann ganz am Anfang gesagt habe, bei dem bleibe ich aber, also davon bin ich nach wie vor davon überzeugt, wir werden in irgendeiner Form noch nicht vergessen haben, internationalistisch zu denken. Und das war immer die Stärke der Linken. Dann kann uns nicht gleichgültig sein, was in Mexiko, Afghanistan, Kolumbien und Bolivien gesprochen wird. Das war's. Danke. Ja, ich danke sehr.